Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Feuer85 mit dem nächsten Forchis Herberge. Oh ja, und ratet mal, wer heute kommt. Heute ist nämlich der 25.06. und morgen ist die DVD-Börse in Nürnberg. Und da habe ich angekündigt, dass der liebe Robin von Robins Filmlounge extra aus Wien hierher nach Bayreuth bei mir übernachtet. Und dann fahren wir morgen gemeinsam nach Nürnberg auf die DVD-Börse und treffen dann Micha von Michas Filmwelt mit Roland, Godzilla-Fan 1991. Ja, 91. Mensch, ich merke mir das nicht. Und wer kommt noch? Ja, der, natürlich der Moviehandel 87 kommt auch noch. Und mal gucken, was hinter Manuel kommt. Da habe ich wohl was gehört, das nicht kommt, aber lassen wir uns mal überraschen, oder was meint ihr? Ja. Auf jeden Fall. Und dann noch, es ist eine Bullenhitze hier. Ich schaue auch noch total fix und fertig aus. Habe jetzt die komplette Küche aufgeräumt und alles aufgeräumt. Und guckt mal hier, wer hier liegt. Ja, sag mal was, Rudi. Ja, die Katzen sind im Arsch. Ich bin im Arsch. Hier noch eine, wo im Arsch ist. Hallo Manni, hallo Wuschel, ihr seht schon, alle verschlafen. Ich gehe jetzt noch kurz fix duschen, denn in einer Stunde fahre ich los mit euch und hole dann den Robin vom Bahnhof ab. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf ihn, ich habe ihn auch wirklich auch noch nie wirklich privat getroffen, nur telefoniert und auch nur über YouTube halt eben kennengelernt. Also auch ein Blind Date, sage ich jetzt mal dazu. Und ja, sind wir mal gespannt, wie das so wird. Aber ich zeige euch noch was. Denn ich gehe jetzt mal mit euch in sein Schlafgemach. Und das ist nämlich hier. Hier wird er schlafen und nächtigen. Hier ist mein Arbeitsplatz. Und ja, da darf er übernachten. So, und ich gehe jetzt noch mal ganz fix unter die Dusche. Denn ich stink wie ein Schwein, ich habe geschwitzt wie die Sau, aber noch Frühlingszeug gehabt. Und ich hoffe mal, dass aus diesem müden Menschen noch ein wacher Mensch wird. Ja, okay. Bis gleich nach dem Duschen, weil das wollt ihr jetzt bestimmt nicht sehen, hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Bis dann. Ja, liebe Filmfreunde, jetzt bin ich frisch geduscht. Und schaut mal hier. Ich bekomme Pickel. Oh nein. Die ganze DVD-Börse ist versaut. Ich höre jetzt auf zu filmen. Nein, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ciao. Nein. Scherzle gemacht. Meint ihr wohl, ein Pickel kann mich entstellen? Ich bin ja schon komplett entstellt. Nein, natürlich nicht. Jetzt seht ihr, ich bin frisch geduscht und extra für Robin ein Kiss-T-Shirt angezogen, damit er mich auch gleich erkennt, wenn ich ihn jetzt gleich vom Bahnhof abhole. Oh ja. Und heute soll es eigentlich noch schwere Unwetter bei uns hier geben. Ich hoffe jetzt mal nicht, denn der Robin, wenn der den mitbringt, dann ist doch was los. Okay, ich muss kurz noch ein Video drehen und dann fahre ich gleich schnurstracks nach Bayreuth zum Hauptbahnhof und hole da den lieben Robin ab. Ich bin schon sehr gespannt auf ihn, wirklich sehr gespannt. Ja, das Video ist gerade fertig geschnitten worden, liebe Filmfreunde. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zu dem Bahnhof nach Bayreuth. Oh ja. Und ja, ich werde langsam echt nervös. Und ich ziehe mich jetzt einfach mal an. Und bis gleich. Ach ja. Sonnenbrille nicht vergessen. Oh, na. Die ist die richtige. Klar. So, los geht's. Ich bin auf dem Weg zum Bahnhof. Ja. Und guckt mal da. Ich hoffe, ihr seht was. Da kommen doch einige böse Wolken auf uns zu. Ich hoffe, ihr habt jetzt irgendwas erkannt, denn die Kamera hat sich etwas in Gegenlicht gestellt. Ja. Ich fahre jetzt 10 Minuten bis zum Bahnhof
Und dann werde ich auf ihn warten, auf den lieben Robin von Robins Film Lounge. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wirklich sehr gespannt. Und ja, bis gleich vom Bahnhof. Bis dann! So, wir laufen direkt auf den Bahnhof zu. Und ich hoffe mal, er ist noch nicht da. Das hoffe ich wirklich sehr. So, Hauptbahnhof. Und jetzt gehen wir da mal rein. Bis gleich. Ja, da kommt er schon. Wir brauchen noch 8 Minuten und dann kommt er von hier, kommt er angefahren. Schaut mal, wer da kommt. Ich glaube, der hat ein wichtiges Paket dabei. Ist ja extrem laut, weil der blöde Zug da drüben so laut ist. Und er kommt reingefahren. Und ihr merkt schon, die Kamera wartet immer mehr, weil ich jetzt extrem nervös bin. Ich hoffe, der ist auch immer dabei. Aber ich glaube mal ja. Mal gucken, ob wir ihn schon sehen. Nein, nein. Na, dann werden wir jetzt mal abwarten, wo denn der liebe Robin bleibt. Da ist kein Robin hier. Kein Robin, nein, kein Robin. Immer noch kein Robin. Ja. Es ist kein Robin dabei. Das ist irgendwie scheiße. Oder? Kommt noch einer? Da geht die Tür auf. Ja, okay. Vielleicht ganz hinten. Das ist scharf. Robin Filmlounge. Hier sind Freunde. Da ist er. Robin von Robin Filmlounge ist bei mir zu Hause. Nein, nicht ganz zu Hause, sondern wo sind wir jetzt? In der Pizzeria. Richtig. Und wir essen jetzt nochmal Pizza, denn er hat nämlich ganz großen Hunger. Dann 6 Stunden Zugfahrt. Ja. Hat hungrig gemacht und jetzt Pizzas sind doch recht klein, oder? Mach doch mal deinen Kopf dagegen, als Größenvergleich. Kopf runterhalten, oder? Ja. Heiß, ne? Also von der Größe her. Also schon sehr groß. So, ein guter Appetit und ich. Guten Abend. Bis später. Ja, liebe Filmfreunde, wir sind jetzt gerade draußen. Genau. Es ist wunderbares Wetter jetzt gerade. Hier, guckt mal, es fängt an. Weltuntergangsstimmung bei uns. Oh mein Gott. Aber schön angenehm, kalt. Ja, und jetzt müssen wir uns ganz schnell sputen. Das machen wir. Liebe Filmfreunde, ne? Hier, Katrin ist auch mit hier. Oh, wir sind wieder beschwingt. Ich bin nicht geschminkt. Katze ist hier und natürlich auch. Müsst du mich jetzt so nehmen? Wie? So nehmen? Nee. Und der Robin ist auch mit da. Ja, erzähl doch mal was. Ja, was soll ich sagen? Da habe ich was Schönes für die Emma. Das ist so, ja, Kleinigkeit. Eine Maltafel. Eine Maltafel für die. Ja. Cool, dankeschön. Das Lustige ist, es steht hinten drauf, Achtung, nicht bis unter 3 Jahre. Ach so. Aber es ist eigentlich nichts gefährliches. Die hat ja schon so ein Teil. Und ab 3 nutzt kein Kind mehr. Genau, genau. Von daher. Oh. Danke, perfekt. Das ist perfekt fürs Auto. Ja. Kann man mal wegwischen und. Genau. Dankeschön. Ja, bitteschön. Dann für die Katharina eine Kleinigkeit halt. Haben wir gerade geredet wegen Salzburg. Dankeschön. Bitteschön. Echt? Nein! Salzburger. Die liebt er. Ja. Du hast was missverstanden. Was? Die Katharina mag keine Mozartkugeln. Okay. Der Stefan okay, mag Mozartkugeln über alles. Was geht da? Keine. Und dann halt, ja, Stefan. Oder. Ja, ein Film, wo ich dachte, den hast du wahrscheinlich nicht noch nicht. Der österreichische Film. Einer der besten Ösi-Filme, sagen wir so. Den habe ich damals nicht noch gehabt. Und Indien. Den hast du wahrscheinlich auch nicht, schätze ich mal. Ich habe dieser Josef Hader, ist es der, wo auch kommt diese Toten gespielt? Ja. Zeig mal den
Ja. Ist es auch so ähnlich? Der Schauspieler auch, aber es ist ein anderer Film. Weil kommt dieser Tod. Silenzium ist auch cool. Ist auch sehr gut, was ich. Ja. Und was ist. Es gibt auch drei Filme von dem. Silenzium, kommt dieser Tod. Ich weiß. Und. Jetzt fällt mich dann. Es gibt auch Die Aufschneider mit Hader. Es ist so, wo ein Arzt an Gerichtsmediziner spielt. Aber ich weiß, was du meinst. Da halt mir nicht der Titel ein. Ist so richtig. Aber der Film ist für mich einer der besten Ösi-Filme ever. Wiedercoint malen die Kiefer. Des dafür zuständigen Beamten. Es ist... liest sich sehr lustig. Lustig und traurig zugleich. Also es ist ein toller Film. Mit Wiener, also mit so Wiener Dialekt. Dialekt ein bisschen. Oh, wie? Prolet und Schnösel und Prolet, also ein bisschen... Kennst du Funny Games? Kenne ich, habe ich aber glaube ich nur das Remake, glaube ich, gesehen. Echt? Du musst mal den österreichischen Versuch angucken. Panik, saugeil. Ja. Man darf den hast wahrscheinlich nicht, ist so eine Emery, aber... Das macht doch nichts, ich bin doch komplett... Gibt's ja nur in der Emery. Als ob ich so speziell auf Steelbook stehen würde. Ja. Da bin ich gespannt, was du sagst. Ich. Bin echt gespannt, was du sagst. Ja, also bin ich schon mal sehr gespannt auf diesen Film. Ja. Weil nämlich... Die Malchen. Geht aber nicht. Ich wollte Danke schreiben, aber das N ging nicht. Also, danke. Das könnte auch die Emma geschrieben haben. Ja. Danke. Achso, es ging nicht, weil er starb in der Mitte war. Ja. Es ist doch nichts für auch Erwachsene. Für die Mama ist es nichts. Danke, Anke. Jetzt schreibt Rudi. Roland. Danke, Robin. Ja, bitte gerne. Die ist echt süß. So eine Kleinigkeit halt, ne? Vielen herzlichsten Dank, mein Freund. Nein, ich sag Danke. Du hättest aber gar nichts mitbringen brauchen. Nee. Das ist so kleiner aber Dank. Die Maltafel freut sie sich bestimmt. Also als Dankeschön, dass ich bei euch sein darf, als Vertrauen und das Ganze. Ist doch klar, ja. Als Film. Kamerad. Kollege, wie, ne? Kollege, wie manche sagen, genau. Ne? Wo man jetzt hier keinen Namen nennt. Natürlich. Aber es war kein Problem, weil das ist ja logisch. Wenn du schon mal einen Tag hier bist für die DVD-Börse, dann kannst du dir auch länger bleiben, ist doch völlig klar. Auf jeden Fall, sehr cool. Ja, liebe Filmfreunde, ich denke mal, heute schließen wir mal den Tag ab miteinander. Das sieht man gar nicht. Wir müssen morgen früh raus. Im Müssen heute haben wir noch keinen. Der Robin ist hier. Der Robin von Filmlounge. Genau. Ist das nicht cool? Das ist cool. Aber er ist nicht so ganz aufgetaut. Er ist. Vor der Kamera ein bisschen. Warum bist du Kamerascheu? Nein. Eigentlich eh nicht. Also, ich mache selber Videos. Ne? Aber. Na eben. Aber irgendwie? Es ist diese Atmosphäre hier, glaube ich. Es ist die Spannung hier. Nein, Spaß, ich rede schon. Blödsinn. Wurscht. Er hat schon was getrunken, nämlich. Ah, ja. Ach so? Orangensaft. Drei Gläser Orangensaft. Also er ist voll drauf. Überdosis an Zucker. Ja, wir werden bald ins Bettchen gehen müssen, denn morgen früh geht's bald los. Wohin? Auf die DVD-Börse. Ne? Nach Nürnberg. Und wen treffen wir alles? Das würde den Rahmen sprengen, glaube ich jetzt. Ja, viele Leute. Und das ist so geil. Oh ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Aber natürlich ist das DVD-Video natürlich ein extra Video. Das ist natürlich hier extra speziell für dich, eben das Voice von 80 Herberge Video. Genau. Sehr cool. Und natürlich gibt es ein extra Video von der DVD-Börse. Jo, dann sag ich mal, guten Nächtle. Tschüss. 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 Ach, das war's. Guten Morgen. Guten Morgen! Du hast dich ganz schön verraucht dann. Hast du geracht? Nein. Nein? Nein. Es klingt nur so Bonnie Tyler-mäßig, aber... Ja, liebe Filmfreunde, jetzt ist es soweit. Wir sitzen schon im Auto. Haben noch gar nichts gefrühstückt, aber da werden wir so eine Tanke vorbeifahren, oder? Genau. Und dann geht's auf nach Nürnberg und damit sage ich jetzt mal hier, sagen wir mal jetzt hier Adieu in diesem Voice 82 Herberge-Video. Ist schon ein recht kurz gehalten bis jetzt, aber nicht so schlimm, oder? Wir müssen nochmal alles 3-4 Stunden gehen. Genau. Und ja, morgen geht's noch weiter und heute Abend gibt es noch einen Special Guest, der mit zu uns kommt. Genau. Der kommt dann, soll ich schon verraten, oder? Nein, natürlich nicht. Ja. Hallo? Natürlich nicht. Also, will ich wieder verraten. Aber sonst funktioniert, ne? Ja. Auf jeden Fall. Bis denn. Tschüss. Ja, liebe Filmfreunde, ihr seht schon, wir haben uns vermehrt, der Robin und ich. Da hinten ist jetzt auch noch der Godzilla-Fan 1990 dabei, der liebe Kurt. Und er begleitet uns als Special Guest zu unserem Voice Herberge mit Robin.
Und er würde auch gerne mal meine Sammlung angucken. Und das werden wir jetzt auch bald tun. Und zumindest morgen früh so mal gucken, wie die Emma jetzt so drauf ist. Ne? Und auf jeden Fall schön, dass du mit dabei bist, lieber Kurt. Ja. Freut mich sehr. Und wahrscheinlich bleibt auch noch bei uns über Nacht. Also es geht morgen noch mal rein mit ihm. Also wir haben wirklich noch viel zu besprechen. Wahrscheinlich. Ich muss. Und Stefan hat mich gezwungen. Das stimmt nicht. Doch. Nein. Er hat so lange gewartet, bis wir erfahren, dass ich da bleiben muss. Überhaupt nicht wahr. Du wolltest jetzt. Also ihr seht schon, wir haben beide ganz viel Spaß. Robin, du bist ruhig. Was sagst du dazu? Ich freue mich einfach, jetzt deine Sammlung zu sehen einmal auch. Muss ich sagen auch. Und ja, auf gute Gespräche natürlich auch wieder. Mal wieder? Ja. Vielleicht gibt es ein paar Aufnahmen von diesen Gesprächen, also mal gucken. Genau. Ne? Und ja, wir fahren sogar nach Hause. Wir fahren noch eine halbe Stunde. Ja, dann haben wir 20 Minuten noch. Ne? Und dann sind wir daheim und mal gucken, ob wir unsere Ruhe haben. Denn meine Frau wollte nämlich heute Fußball bei unserem Nachbarn gucken. Und wir haben auch Schwein. Hier, okay, er ist ja auch Fußballfan, aber Österreich ist ausgestiegen. Entschuldigung, liebe Österreich, ich meine es ja böse, aber ich bin kein Fußballfan. Jetzt müssen wir kurz blinken mit dem Schinken. Und ja, auf jeden Fall, ich war noch geheim. Und bis denn. Ciao. Ciao, ciao. Da ist der Bär. Und wo ist der Fuchs? Male? Oh oh, sei mal hinten. Schau mal, da ist der ganze Text drauf. Hm? Auf? Dauf. Dauf? Wohin Dauf? Nicht schmeißen, okay? Bitte, bitte. Leg sie mal hin. Ja? Willst du noch einen Film angucken? Ja, na, die sind die. Ja, aufräumen, genau. Genau. Und was haben wir da noch? Oh, guck mal. Peter Pan! Das ist Krokodil. Krokodil. Deal. Nein. Nein? Doch lieber Action hier, oder? Den hier? Nee. Nicht. Räumen wir wieder auf. Langt ihr? Nani? Nani? Manni ist da. Die versteckt sich vor dir. Oh oh. Oh oh. Du weißt immer, ne? Nicht die Manni ärgern. Sonst könnte es Krallen geben. So. Schauen wir das Buch mit Robin an? Ja? Schauen wir mal. Was haben wir denn da? Als ob es ein eigenes Kind wäre, hä? Ja, das kann man. Kann man das aufmachen? Ja. Ja. Was ist das für ein Buch? Das mit den Katzen. Oh, zeig mal, wo die Katzen versteckt sind, Robin. Okay. Das kann man alles aufmachen. Katze, ja? Genau. Schweinchen, Katze. Mhm. Ja, was weiter? Mama! Emma! Wer ist da? Wie heißt er? Kurt. Sag mal Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Genau. Mama. Da war die Mama gehört. Schau mal weiter das Buch an. Ja, ich weiß schon alles. Ja, ja. Ja, genau. Pferd. Ja. Ja. Maus? Und wie macht die Maus? Wie? Piepsi. Pieps hat sie gesagt. Pieps. Ja, genau. Piepsi. Ja. Aha. Ei. Ein Ei, genau. Ist der Robin auch was vor? Mama. Ja, der Robin muss mal vorlesen. Das ist eine. Soll ich vorlesen? Natürlich. Okay. Also. Ja. Mach's mit mir. Ich glaube, das gefällt dir ganz gut mit dem Aufklappen. Smarty, gell? Ja, ja. Aufklappen. Ja. Mach's weiter. Mhm. Da ist genau. Was? Gockel. Gockel? Ja. Ey, ist da Gockel drauf? Ja. Ja? So, naja, nicht ganz. Nicht ganz. Aber. Was denn? Ah, oh, die Raube nimmt was halt wohl. Ja. Ah. Oh. Ui. Ui, das nächste. Das. Ui, juhu. Ihr wollt aufräumen, ne? Ey, super. Oh, Raube nimmt was halt. Das ist ein schönes Buch, oder? Mhm.
macht es wieder schwupp. Ja. Letzten Kräfte von der, nach der Börse. So. Ja. Das? Mhm. Das kann aber der Robin ruhig mal vorlesen. Das ist eine schöne Geschichte. Dreh ich vielleicht noch hin. Das gefällt dir mit den Umklappen und so, ja? Ja, ja. Das mögen die Kleinen. Also gut, Robin ist engagiert als Babysitter. Schatz, wir gehen jetzt mal ins Kino. Wir gehen ins Kino jetzt. Robin, pass auf die Emma auf. Bring sie ins Bett. Klasse. Ja, ich freue mich. Bringt der Robin dich heute ins in die Haie? Nein. Wer soll denn ins, in die Haie bringen, die Mama? Nein. Das ist die Mama. Soll ich dich in die Haie bringen? Nein. Nein? Der Papa? Papa? Nein. Der Papa? Echt? Soll ich das machen? Nein. Nein? Wer soll es denn dann machen? Ja, was soll ich sagen, ne? Noch mehr Buch. Die gute Manni ist etwas verliebt in den Rucksack von dem lieben Kurt. Und es erwürgt sich gerade gleich damit. In diesem Rucksack sind die ganzen Filme drin. Willst du das trinken? Ja, die ganzen Filme. Ich schaue das Rechnen mindestens. Und eure Topfen? Gulatschen. Topfen-Gulatschen. Kollagen, was kostet die eigentlich? Was zahle ich denn da immer? Ich glaube, über 1 Euro, ich weiß gar nicht, was kosten die. Ich glaube, 2 Euro. Ich weiß gar nicht. Du musst dann noch so, jetzt kommt noch so ein Untertitel, so Quarktasche. Quarktasche. Ich fand es so geil heute. Hab da doch vom Kollagen. Was? Er wollte es sagen. Ich wollte. Nee. Der hat es. Soll ich mir auch Topfen Kollagen haben? Soll ich. Was ist der Topfen Kollagen? Das meinst du? Ja. Wie soll ich. Ja, du meinst so Topfen-Quarktaschen? Dann sag ich, bitte geh jetzt zur Käufer. Ich hab aber auch gefragt, ne? Also, okay, Topfen weiß man, das ist eigentlich so Quark. Ja, aber ne? Trotzdem irgendwie, was ist das? Ne? Ich such dann irgendwie so, das ist so, ach, Quarktasche. Aber das war so geil, ne? Ja, die hat aber echt gut reagiert, die Verkäufer. Ich sag jetzt, komm, bring bitte den Spruch. Es kommt bitte nicht drauf. Wir haben, glaube ich, die ganze Zeit aufgehalten, aber jetzt muss ich. Ich tut schon Leute. Sag jetzt bitte, sag. Und dann kommt er guckt mir und sagt, nee. Sag ich, doch, mach. So müde, nee. Der war noch total müde, weil er heute früh wieder schläfrig. Ja. Ich muss ihn dafür aufwecken. Sonst wären wir schon viel enger weggekommen. Ne? Sag ich, jetzt komm, sag, Topfen-Gulatschen. Topfen-Gulatschen. Und sie, ja, haben wir da. Und ich, boah, geil. Aber der hat uns bestimmt gehört reden. Ich glaube auch. Weil ich kann mir vorstellen, dass die weiß, dass er Topfen-Gulatschen ist. Dann, das würde mich auch wundern. Also. Aber es war genial. Ja, echt. Na gut, dann mach ich es gleich. Dialekt hätte ich noch mehr raushauen können, noch mehr Akzent. Ja. Also, aber du hast es aber auch sehr leise gesagt. Ja, ne? Ich weiß. Du hast, das war hinter mir so, dass ich mir heute noch ein Wort des Scheiß Öse da. Schluchtenscheiße da. Ich liebe. Boah. Ja, aber schau dir, wenn wir nach Österreich. Ich hätte gerne eine Quarktasche. Ja. Ah, die scheiß Piefke. Das Geile war, ne? Bei uns heißen Croissants auch Bamberger. Bamberger okay. Hörnchen. Das heißen die Bundesländer. Das kenne ich auch nicht, ne? Genau. Ja, das ist speziell von euch. Die Katze. Achtung. Und wir waren in Bochum oben. Und dann gehe ich jetzt zur Bäckerei. Also ich hätte gern 2 Bamberger. Und die gucken mir an. Hä? Was wollen Sie jetzt zu mir? Was ist ein bisschen Bamberger? Dann sage ich Bamberger. Bamberger Händler. Und dann beißen wir die ganze normale Croissants ein. Es gibt keine Bamberger da oben. Und dann waren wir auch in Bochum. Da mussten wir einchecken ins Hotel. Und wir sagen immer hier in Franken immer Grüß Gott. Wir auch, ne? Ja? Wien, Grüß Gott ist Standard. Echt? Ich eigentlich auch Grüß Gott, ja. Da oben nämlich heißt es Guten Tag. Ja. So, und hier, meine Mutter halt, geht halt an die Kasse, an die Rezeption und sagt, Grüß Gott. Und die Antwort war drauf, ich richte ihn aus, wenn ich sehe. Sehr gerne. Sau geil. Und meine Mutter war fast ausgerutscht. Ah, wie kannst du mal sowas sagen? Ja, aber sau geil. Ich grüße ihn dann. Aber und seitdem sage ich auch mal nicht Guten Tag. Also ich sage auch lieber Guten Tag als Grüß Gott. Weil man weiß nie, wie man so trifft. Oh, ne? Bei mir ist irgendwie Hallo. Ja, oder Servus. Ne? Bei mir ist meinst du irgendwie Hallo. Ja. Servus. Ja, ich habe dir so komischer Spruch. Was heißt denn Tomaten? Tomaten? Paradeiser.
Ich weiß nicht, wie schreibt man bitte Paradeiser? Ich habe erst, wie er das mir mal gesagt hat, habe ich erst an was ganz anderes gedacht irgendwie. Oh mein Gott. Also wir machen jetzt hier so ein kleines Österreich-Deutsch Crashkurs. Schnell. Ja. Pariser. Ja, ja. Pariser. Was willst du für ein Pariser haben? Paradeiser. Was hast du auch mal gesagt, wo ich gedacht habe, was willst du von mir? Irgendwas hast du mal... Sander, alles noch. So geil. Und Tüten ist bei dir? Ein Sackerl. Das ist eine Tüte. Mein Bruder ist ein Gucker. Oder ein Leiberl, ne? Ein Leiberl. So das Leiberl ist geil. Leiberl ist immer geil. Ein Leibchen halt, ne? Und Leibchen ist wieder Fleischleibchen. Und halt, bei euch ist aber ein Stuhl auch. Der Stuhl jetzt oder ist der Stuhl? Sessel. Ein Sessel. Egal was es ist, ein Holzstuhl ist immer ein Sessel. Ja, Sessel ist, das ist jetzt der Sessel. Ne? Also Stuhl wäre dann eigentlich schon so was Massiveres. Ne? Also Stuhl, wobei Stuhl kann man eigentlich auch sagen. Aber das ist ein Sessel. Und das ist ein Stuhl. Stuhl. Bei uns kann man beides sagen eigentlich. Oder? Also, das ist ein Sessel da hinten. Ja. Das ist ein Sessel, das ist ein Stuhl. Und bei euch ist das ein Sessel, das ist ein Stuhl. Ja, es ist. Schwierig. Das ist ja, kann man beides sagen eigentlich. Also immer diese Kommunikationsprobleme. Ja. Hol mal einen Stuhl, ruf mir selbst mit einem Sessel. Mit einer ganzen Couch. Ja, das ist ein Stuhl. Eigentlich muss ich einen Stuhl haben. Das ist ein Stuhl. Weißt du, was das Wort Pudern heißt? Ja. Pudern? Okay. Okay. Also auch ein lustiges Wort eigentlich, ne? Ja, Pudern. Pudern, ne? Ja, sag mal, was ist Pudern? Hm? Was ist ein Pudern? Schnacksen. Genau, auf Wienerisch. Das war lustig, wie der Mitte mal gesagt hat, ne? Jörg Nediger, nein, nicht mehr. Ihr kennt's, sag bloß, du kennst auch die Ösi-Version von Michael Mittermeier. Von Safari auf jeden Fall habe ich es gesehen. Geil, ich auch. Sehr geil. Wo er gesagt hat, Herr Mittermeier, wollen wir ein bisschen pudern? Super, ja, ich habe auch, von Mittermeier habe ich auch die schweizerische Version und die österreichische Version, da kannst du die ja wegschmeißen. Ja. Kann man nicht pudern, ich. Brunzen, ne? Brunzen, was der heißt, der Pissen, ne? Na, was heißt Brunzen, aber auch Brunzen? Ach, du hast auch Brunzen, ja. Oder Schiffen, Brunzen. Ich sehe nirgendwo ein Schiff. Oder wie heißt der Manuel, der auch die Brunzen, ne? Der auch Brunzen. Ja. Was noch? Eben, wenn du sagst, das Wort Beidel, kennst du das auch? Beidel. Der Schwanz, das Genital. Beidel? Ich habe immer nur gesagt, was willst du mit dem Beutel? Ich habe ja immer gesagt, ja. Das ist. Was gibt's noch? Gibt's die ersten Wörter wirklich bei uns? Diese Werbeperson ist nicht unter 18 Jahren freigegeben. Ja, genau. Musst du nicht bis zu 18 Jahren machen. Beidel ist. Beidel, ja. Ist das Sackau? Ja. Das ist urschlimm, stell dir mal vor, ich bin nach Österreich. Ja. Kann ich mir noch mal einen Beidel haben? Stell dir mal das vor, ey! Okay, alles klar. Stell dir mal das vor. Scheiße. Beidel. Alter. Oder. Aber die Frage ist, wie kommt man bitte auf Beidel? Ja. Das ist eine gute Frage. Mann, ich auch mal wieder da. Jetzt weiß ich, ob die ganzen Wasserflecken da reinkommen in die Kamera. Wollen wir mal nachher da reinhält. Hallo, kannst du mal weitergehen? Die macht das ist das Signal fürs Cutten. Ab da geht's wieder FSK 16 oder irgendwas. Ja, das bestimmt jetzt halt ziehen. Jetzt zeigt's wieder in Orsch. In Orsch. Orsch, mal Orsch auch, ja. Das ist schön. Also, ich bin eigentlich jetzt kein so Dialektfreund, weil ich das einfach. Erstmal verstehe ich nichts. Oder wenn du sagst, Auerzwickter. Ein was? Ein Abgezwickter, also auf Dialekt Auerzwickter. Ist ein kleiner Mensch, zum Beispiel. Ja. Wie wenn du einem abgezwickt hättest, der dann klein ist. Ne? Also Auzwickter. Es gibt echt Wagenwerte. Was haben wir da noch gehabt? Wenn es mal in Wien, das ist ein Klassiker, ja, eben, mit dem Krokodil, ne, wenn du weißt. Wenn du in Wien bist, beim Würstelstand, beim Imbiss, Würstelimbiss, bestellst quasi, wenn du sagst, wenn du Ding ist und sagst, ich hätte gern bitte eine Eitrige mit einem 16er Blech, ein Krokodil, also Krokodil, und wie heißt es? Ein Bugel, genau, und ein Bugel oder so. Genau, ja. Also, wenn du das sagst, bist du Kinder. Ne? Also dann bist du wirklich. Und was heißt das jetzt auf Deutsch? Ich weiß. Eitrige. Mani, entspann dich, bleib locker. Okay.
Eitrige ist eine Käsekreine. Ja. Eitrige ist eine Käsekreine. Käsekreine, weil halt wieder. Saugeil! Oh, das ist ja widerlich! Ja. Eitrige mit einem Krokodil. Das Krokodil ist die Gurke. Also, sag mal, Essiggurke, ne? Ja, Krokodil, weil die Haut so ist wie krokodilmäßig, ne? Nein, ernst. Krokodil. ein 16er Blech ist. Ding. Bierdosen. Quasi. Ein 16er Blech ist ein 16er Blech, ja. Das ist eine Dosen. Okay. Und Buckel ist so Scherz, so Brot. Eigentlich dann, ja. Brötchen. Brot. Und weißt du, Buckel halt, ne? Und was haben wir jetzt noch gehört? War jetzt alles, ja. Also das ist total, also das ist so ein Klassiker, wenn du in Wien bist, in Imbiss irgendwo, ne? Also 16, ne? Aber am geilsten ist das Einzige. Ich hätte gerne Einzige. Oh, das ist, okay, wenn du es mal aufhörst, dann schaut es auch schon, wie eine jetzt rausläuft. Super, ne? Total, total tief und also wirklich, das ist noch so lustig. Oder, pass auf, auch Leimann, wenn du, musst du aufpassen, wenn du in Wien, oder halt in Wien eigentlich auch, wenn du zu einem sagst, Koffer, ist ein Schimpfwort bei uns. Koffer. Koffer? Koffer ist ein Schimpfwort. Du kannst halt Schimpfwort auch verwenden. Du Koffer, du Trottel quasi, ja. Für Trottel gibt es viele Wörter, so wie Wabler, Hirfler. Ein Wabler, genau, der Wabler haben wir gehört bei mir wieder mal, der ja, Wabler. Wabler, ne, ist ein Trottel, ein Koffer. Du Häusl, wenn ich sage, du Häusl bist, also Häusl, wie WC, Häusl eigentlich auch. Scheiß Häusl, Scheiß Haus. Ja. Also das ist total primitiv, leider, wirklich schlimm. Du musst dann mal schauen, auf der Google-Seite, Wienerisch, Deutsch, schreibst dich an. Aber Wienerisch. Und die Österreicher sprechen um alles, ne? Es gibt wirklich, also Tiroler und so, die reden ja ganz anders, ne? Auch vom Akzent, wie Schweizer, keine Ahnung, so, kommst du, keine Ahnung, ja? Kann ich nicht machen, ja? Muss doch mal die Skifahrer, die Tiroler Ski. Es ist schlimm. Also, gibt's einen Spruch, bist du Tiroler, bist du Mensch, bist du Tiroler, oder irgendwie so, ja. Wir sind hier nicht feindlich, ja? Es ist alles liebe Leute. Also die Wiener sind also eigentlich. Ja, aber Wien ist eher ein komisches Volk. Also haben sie, bis jetzt habe ich immer gehört, Wien ist ein komisches Volk und du gibst mir die Bestätigung. Ja, also bitte die Schluckrunde, ja? Runterschlucken, schlucken. Das schreibt sie auch. Ja, ich schlucke. Ja. Das stimmt. Sehr gut. Oh Gott. Aber bin ja gespannt, wie du gut den Film findest, ne? Ja. Weil da ist ja auch so ein paar Schmähs dabei, was der ein bisschen Schmäh. Schlucken. Und also das ist ein Traum, ja, wenn die zwei miteinander reden und der eine so mit seiner Freundin und der eine ist ein richtiger Wiener Grandler, also richtiger so alles Scheiß, alles Arsch, alles der und so. Und der andere so, ja, Schatzi, Bussi und so, ne? Also lacht sich kaputt, ne? Aber man versteht den Film schon. Du verstehst ihn. Kann man auch Untertitel einstellen? Deutsch? Glaub, Österreichisch? Ich verstehe schon, ja. Also. Aber Deutsch Wienerisch eigentlich kann man jetzt das sagen, ne? Ja, ich spreche mal richtig Wienerisch. Vor euch und Wienerisch. Kannst du Falco-Style machen? Ja gut, Falco klingt natürlich wieder ein bisschen anders. Ja, Falco ist ja ist halt auch Wienerisch, ne? Na ja, was der, das ist halt einmal die Filme kaufen. Naja, super. Bibi fein. Also bei unserem Dialekt. Bibi fein. Bibi fein, ja, ja, also richtig. Bibi fein. Oh geil. Also so Wienerisch, ich rede ja auch kaum, ich rede eigentlich relativ im normalen Deutsch. Relativ. Das ist das Schlimme, weil wir halt oft immer sprechen manchmal, ne? Ja. Das ist das Schlimme. Also gestern, um mal uns unterhalten, habe ich mich euch konzentriert, um ihn zu verstehen. Ehrlich? Ja, da war er richtig in die Fahrt, wo er ankam, es ging wie... Da war ich voll, ich war ja auch nur unfertig wie in einem Scheiß. Es war da, aber... Du warst eigentlich gar nicht alleine dann auch mal. Es war wirklich... Er musste alles rauslassen, was er in der Fahrt nicht machen konnte. Dass ich ratz. Da war noch das alles neu und bla bla bla. Und so wie heute, ne? Wo man sich dann getroffen haben. Alle, wenn wir dann im Kreis gestanden sind. Ne? Und es ist, also, ich bin nicht extrem ding gewesen, aber mein Körper regiert dann, ja. Und dann verkrampft sich das ganze Gesicht irgendwie und ich zuck komplett, ja. Oder ich zuck leicht, ja. Und da bin ich auch irgendwie, bist nervös und so, ja, es geht. Und ich bin, mein Körper regiert automatisch. Dann rede ich so hektisch, dann ist der Mund verkrampft. Ja, das ist bei mir auch, wenn ich nervös bin.
Das kann ich dagegen machen. Selber wenn ich nervös bin, dann bin ich auch überall Stresspustel und dann tue ich mich mehr verhaspeln, als ich eh schon mich verspreche und halt auch meine Wortfindung störe und immer schlimmer dann. Da kannst du nichts dagegen machen. Ja, das ist wieder. Das war nicht schön. Darum bin ich froh, dass man nicht irgendwie da vor 20 Leuten immer reden müsste oder so. Und vor der Kamera, ne? Ja. Das reicht schon. Ich bin wirklich. Mich graut es vor sich. Wirklich? Ja. Ich bin gesessen wegen einem. Hallo! Rudi! Hallo! Muss man die Kamera. Ach, genau. Ich muss mal kurz was lernen. Ich hole mich in der Kamera. Ich muss ja wieder. Ich brauche wieder neue Munition. Erzähl mich mal. Ja. Ich habe ja das Video. Das war so schlimm, wirklich. Dieses Video, das war 2 Minuten lang, was er dann eigentlich gecuttet hat, noch der Manuel fürs Video, für sein EM-Video. Ich habe wirklich, ich war so aggressiv schon. Ich habe schon geschimpft, weil danach bist du immer mit seiner Tramplerei, ja. Du weißt, der hast du schon gehört, ja. Durch den Hänger, da. Und ich so, verfluchte Scheiße, ich krieg das nicht hin. Ich war aggressiv schon. Ich habe diese Scheiße tausendmal wiederholen müssen, den Anfang, ja. Ich war so fertig, ich hab das so Outtake gemacht, ich bin behindert wahrscheinlich, ja. Scheiße. Ja, aber so ging es mir bei Phil, so. Ja. Vor allem bei Reviews geht es mir so. Wirklich. Da fällt mir immer die Worte ein, wenn ich muss sagen, bei Crimson Peak war das, ja. Da habe ich, glaube ich, auch zigmal anfangen müssen, weil ich nicht wusste, wie jetzt die Frau heißt. Ich habe mir so alles rausgeschaut und gedacht, Scheiße, wo steht's wieder? Nein. Ja. Das ist furchtbar. Das Ding ist dann, gell, du sagst irgendwas, hast, ja. Dann verkackst du, dann vergisst du beim zweiten Mal ein anderes Wort wieder. Ja, jedes Mal. Dann formulierst du wieder anders, was zwar wurscht, ja. Da, aber dann denkt man, und dann denkt man irgendwann, ich höre auf, dann denkt man, wieder was vergessen, er wollte das, fuck, wieder von neu. Ja. Ich bin so aggressiv, erst fast zwei Stunden bin ich gesessen für ein 2-Minuten-Video. So, Scheiße, jetzt reiß dich zusammen und schon die Fresse kommen nimmst, wirklich. Einen wunderschönen guten Morgen! Liebe Filmfreunde, guckt mal, wer hier wach ist. Naja, wach. Einmal hier der gute Robin. Ja. Der schaut etwas fertig aus. Mehr oder weniger, ja. Ja, aber die Frisur hält. Ne? Naja, ja. Einigermaßen. Wunderbar. Und nebendran haben wir hier noch so einen Frack liegen. Er ist wirklich völlig im Arsch. Obwohl er hier immer so lang aufbleibt. Ne? Warum bist du heute so müde? Das war ein langer Tag jetzt. Das Bett war zu weich. War für uns auch. Das Bett war zu weich. Ja, ich hätte dir auch eine Pritsche geben können. Du hättest ja auch auf dem Boden schlafen können, wenn du das hab was sogar Hartes haben möchtest. Das habe ich sogar nochmal überlegt, ne? Doch dann ist das auch irgendwie gegangen, ne? Also irgendwann, blub, weg. Okay, das siehst du. Ja. Man muss müde genug sein, dann klappt das schon. Ja, jetzt noch hier noch gut frühstücken. Ja. Und dann geben Annie mal ins DVD-Zimmer, die waren nämlich jetzt immer noch nicht drin. Aber heute. Echt, hast du noch so viele DVDs? Blu-ray-Zimmer. Ja, das heißt, wenn wir immer DVD-Zimmer, warum auch immer. Emma ist schon gefrühstückt und jetzt ist er schon wieder fertig mit seiner Welt. Hä? Ja. Warum? Es war eine lange Nacht gestern. Nochmal so, sorry nochmal. Das einmal so abrupt abgebrochen ist, bloß der Akku war leer vor der Kamera. Und ich werde mich mal nach hinten begeben und alles vorbereiten Roomtour. Roomtour. Ja, liebe Filmfreunde, es ist nun soweit. Wir werden jetzt mal die beiden reinholen und mal schauen, wie die wieder reagieren. Auf meine Sammlung. Oder was meint ihr dazu? Ihr wisst ja schon, viele kennen meine Sammlung schon, aber trotzdem, in echt reagieren wir immer irgendwie anders darauf als in den Videos. Und ja, mal gucken, wie sie reagieren werden. Seid gespannt. Bis gleich. Der Kurt kommt gleich. Ach du. Das sind wir in den heiligen Hallen jetzt, ne? Ja, ne? Würde ich mal sagen, mal wirken lassen, kurz. Wo sind die Animes? Habe ich keinen. Ja. Das ist schon, also, ja, so ein eigener Raum mit vollgestopft, ne? Das ist dann schon, ja, also vom Video ist es wirklich anders, ne, wenn man es live sieht. Das ist schon Wahnsinn. Heiliger Bimbam, ne? Also, das ist schon.
Also wieder, also es wirkt natürlich. Das wirkt, es wirkt das aber wirkt. Eigentlich im Video wirkt der Raum größer. Ich finde so, ich finde im Video kleiner. Okay. Im Video wirkt er kleiner. Aber vor allem wenn da noch so ein großer Kerl wie der Micha drin ist, also das ist dann. Okay, der Robin ist ja auch nicht. Ich bin der Kleine. Und da wo du jetzt stehst, ist der Robin, ist der Micha dran gestoßen an dieser, an dieser, an diesem Teil. Hier. An diesem Teil? Ja. Okay, so bleibe ich dann mal so. Ja, also viel zum Sehen auf jeden Fall, ja. Also, ne? Muss man sagen. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit dann noch, auf jeden Fall. Ja, Stefan, wo sind die MRAs? Ja. Oh, cool. Danke. Da war ich echt überfordert. Don't touch it. Don't touch it. Can't touch this. Don't touch me. Du hast da noch so... Ja, aber das eine ist hier ausgeschaltet, das geht nicht. Die ist, das ist über der Riegel. Nein, ich meine, dass du dich so auf so einen Teil aufgestellt hast. Ne? Ja. Die musste ich machen, aber sonst wären die runtergefallen. Ich habe also, ja auch einen. Also der ist schon runtergefallen, deswegen ist eine Fuß abgebrochen und deswegen habe ich alle dann so festgemacht. Und stell dir mal vor, was bei mir passiert ist. Ich habe auch so einen, der Original aus dem ersten Teil, ne, auch von der gleichen Firma, ne, runtergefallen, vielleicht nur von, keine Ahnung, 3 cm und Fuß ab. Gut, gibt ja Sekundenkleber, kann man zwar nicht mehr bewegen, ne, aber... Ja, das ist bei dem genauso. Aber ich habe mich aufgeregt wie die Sonne. Das hat immer so, aber ich habe mit dem Kabel bin jetzt dann irgendwann hier festgemacht. Und dann auf diese Podeste drauf. Denkst und dann, du, wie ich dann geflucht habe? Ja, das glaube ich. Das war ein Geschenk von der Karine zu Weihnachten. Das ist unglaublich. Weißt du? Die Figur ist ja auch geil. Weißt ja. Du? Das ist Wahnsinn. Ja. Und dann passiert es und denkst du dir, so ein Mist. Aber das ist schon... Moment, habe ich noch etwas gefunden. Ein Godzilla. Dann müssen wir auch mal... Ich verstecke mich jetzt vor der Kamera. Tschüss. Der Code haut ab. Wir bleiben dran. Da geht's dann weiter, ja. Boah. Also. Einiges zum Sehen, Stefan, ja. Auf jeden Fall. Ach, du willst mich verarschen. Hm? Was denn? Du hast die God of War Pandora Box. Klar. Die da oben, oder? Also. Was haben wir hier Schönes? Okay. Also es ist. Da müssen wir dann nochmal jetzt in Ruhe kurz schauen. Ne? Also es ist... Das ist die Pandora-Box. Kann ja nicht so sein. Die wollte ich mir immer kaufen am GameStop. Da war die sogar mal im Angebot für 50 Euro. Warum hast du die gekauft? Weil ich dann noch nicht so ein Verrückter war. Ob ich verrückt wäre? Nein, du bist nicht verrückt. Du bist nur speziell. Ja. Das kann man so nett formulieren. Ja, das ist schon. Also ja, das ist schon krass. Ja. Also die Steelbooks, die waren schon auch sehr cool aus, ja. Das schaut schon sehr cool aus. Alles natürlich in Form. Aber dein Sortiersystem ist auch geil. Also das ist mit den Karten, ne, da? Mit diesen Markierungen. Alles nach Genre, nach Genre, ne? Und dann im Genre nochmal nach Altes eingestuft. Ja. Also eingeteilt. Du hast auch, wie ich das sehe, hast du wirklich deine Steelbook auch noch im Alphabet, ne? Ja, also. Wie machst du das dann eigentlich zum Beispiel? Ein Steelbook hat einen englischen Titel, aber. Deinen deutschen. Deinen deutschen? Ja. Ich mache einen englischen. Nee, das merke ich mir nicht. Hey, das Problem ist, ich merke mir dann, ich merke mir den deutschen. Wie zum Beispiel, A Few Good Men, also eine Frage der Ehre, ist für mich eine Frage unter E. Weil, den merke ich mir niemals unter A Few Good Men. Zum Beispiel. Mit die kommt oder sowas auch mit D dann, oder? Das ist meine große Problematik. Das ist eine große Problematik. Manche, zum Beispiel der Weiße Hai ist bei mir bei W einsortiert, oder zumindest ist es extra, aber würde bei mir jetzt unter W stehen, aber eigentlich müsste eigentlich unter D stehen. Also das ist bei mir, mit dem D ist noch wegen bei mir problematisch noch. Ich weiß gar nicht mehr, wo... Was du? Okay, das Steelbook ist deutsch, da steht sogar der Weiße Hai drauf. Genau. Das ist aber sogar extra. Gut, dann steht es bei mir auch unter D. Das ist bei mir unter D. Mit einem Artikel. Ja. Ah, wie ich bei mir das sortiert habe, nach dem Alphabet. Ich habe erst irgendwie nach Genery habe ich erst mal sortiert gehabt, ne? Und irgendwie, und dann wurde es immer mehr und mehr und mehr. Und dann habe ich gedacht, nee, es geht nicht. Ich habe da manche Filme gar nicht mehr gefunden. Ich wollte mir, wo geht es da hin, ne? Ich meine, okay, nach dem Alphabet. Und jetzt wirst und du mich gleich für irre halten. Die Steelbooks sind genauso sortiert wie meine DVD-Liste oder meine Blu-ray-Liste, wo ich auf dem PC habe. Also, ihr habt ja echt so. Also, ich sortiere meine Filme, bin nur auf Blu-ray-Disc angemeldet, da klicke ich dann immer rein und dann habe ich halt die App, diese. Was du die. My Movies. My Movies. Also, ich habe nur Excel-Tabellen und damit habe ich
komme ich am besten. Ich möchte richtig Tabellen, ich weiß nicht. Ich sehe gerade den Verlosungswürfel, der ist da. Ja, ja, ja. Sehr cool. Ein Geschenk vom. Einem Zuschauer? Na, vom. Das ist auch so geil, das ist von Spartacus, ey. Jetzt fällt mir der Name ein. Nicht ein vom Ralf oben. Der war auch beim Freakblog mit dabei war. Aber lieber, Entschuldigung, jetzt, wenn du es anguckst, es tut mir leid, mir fällt jetzt der Name ein. Nein. Ja, ich lasse euch jetzt mal kurz raus. Und ja, liebe Filmfreunde, ich denke, wir machen jetzt mal hier kurz einen Schnitt. Und jetzt habt ihr genug von meiner Sammlung auch gesehen. Jetzt müssen die sich erst mal hier zurechtfinden und auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen noch gucken. Und dann gibt es so ein kleines Stable von den beiden, wenn sie hier fertig sind. Kann nein, du hast die Rest. Na? So, euer Fazit, jetzt wo ihr fast 2 Stunden drin wart? Ja, nett. Also, ja gut, also ich bin jetzt nicht die Zielgruppe wahrscheinlich, wie es andere. Ja. Aber ich muss das, also bin ich ehrlich, aber ich muss schon sagen, es sind schon ein paar coole Teile dabei. Ne? Also, ja, viele, viele Filme und der Wall-E war halt sehr cool jetzt auch. Ne? Aber jetzt den Wall-E anschaut, ja, wie er sich bewegt und mit aber Sound. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht, jetzt schon mehr sein können, ehrlich. Ja. So wenig Godzilla, aber immerhin ein Highlight, das ich nicht habe. 2 Highlights, die ich nicht habe, da bin ich schon etwas neidisch. Das wären welche? Ja, das Schöne mit Sound und noch der Full Slip, ne? Also von Godzilla meinst du? Godzilla, ja. Das ist so. Und natürlich. Jetzt habe ich es vergessen. Resident Evil. Ja. Das Resident Evil, ja. Ja. Kann man ganz schwach werden, ne? Könnte man mal mitnehmen, ne? Also. Das Coole ist ja, wenn man bei dir, Stefan, wenn man jetzt sich nicht entscheiden kann, ob man das kauft, die Edition, sieht man es leibhaftig mal, wie es ausschaut. Ne? Also, es ist Wahnsinn, ey. Wie hochwertig es ist. Und man kommt so mindestens so 5-6 Mal im Jahr mit Stefan vorbei, er hat jede Edition, schaut sich an und so, ja, die nehme ich dann doch mal mit, ne? Also, genau. Das passt dann schon. Ne, jede Edition habe ich auch in der Tür stehen. Aber fast. Aber es ist sehr cool, auf jeden Fall. Also, muss. Zahlt sich auf jeden Fall aus, gesehen zu haben. Also freu mich. Auf jeden Fall. Danke. Und danke fürs Zeigen auf jeden Fall. Kein Problem. Jo. Das wunderschön. Wunderschön. Ja. Ich gehe mal wieder nach hinten. Sehr gerne. Der Grund versteckt sich. Ja. Okay, das war jetzt mal das Feedback von den beiden. Oder von einem jetzt hier, weil der andere ist verschwunden. Genau, ja. Was? So, die Soundtracks jetzt gerade erst. ja, die Soundtracks da. Habe ich vorhin schon erzählt. Oh, ein Godzilla-Soundtrack, aber Rotzfilm hier. Hallo? Ein YouTube-Kanal oder was? Oh, was macht ihr hier? Wir filmen. Oh, erwischt. Ich wollte nur schauen, wie ich das bei eBay verticken kann. Unglaublich, oder? Ja. Was? Oh! Machen wir jetzt einen auf 3 Blickwinkel auf oder was? 3 Blickwinkel, das ist doch geil. Das ist ja... Wow. Wow. Oh. Sehr geil. So, ich wende mal. So. Ja. Tada. Ich hab alles im Kasten. Alles im Kasten? Alles im Kasten. Das freut mich sehr. Kein Ruhe sterben jetzt. So. Der hat so viele Filme, das merkt er niemals, wenn ich dieses schöne Godzilla Full Slip Teil mitnehme. Mach mal hier in den Beutel rein, dann passt das schon, Robin, oder? Das wird genial. Ja, gut. Oh, hallo Stefan. Hallo. Was machst du denn gerade hier? Was machst du denn hier? Was ist mit dem Beutel drin? Oh, da ist nichts drin, Stefan. Okay. Aber ich wusste, es ist nur von der Börse, weißt du? Also, von der Börse? Sag doch mal her. Da ist nichts. Schon mal habe ich so gefunden. Nein, ich glaube, ich spinne! Du klaust mir einfach meinen Godzilla Full Slip von Blue Fans! Nein, den habe ich auf der Börse gekauft, Stefan. Der war auch die ganze Zeit in dem Raum da drin. Raus. Raus hier! Kann ja wohl nicht wahr sein, echt. Oder? Meine Fresse. Man kann niemandem mehr vertrauen hier. Echt. Liebe Filmfreunde, das war ein Scherzvideo, okay? Nichts Schlimmes. Das war alles inszeniert. Es kann nichts passieren. Hier ist der liebe Godzilla-Fan.
Alles ist in Ordnung. Ja, meine lieben Abonnenten, es war nur ein kleiner Scherz, so spontan ausgedacht, deswegen, ich hoffe, es kommt gut rüber und wenn nicht, dann... Denn ganz ehrlich, ja. Ich würde niemals mit dieser Brille in der Wohnung rumlaufen. Doch, der läuft schon seit 2 Stunden damit rum. Hallo! Ja, guckt mal, wer wir wieder da sind. Wir sitzen mal wieder im Auto und jetzt fahren wir mal in die Stadt rein. Und dann ist es auch schon wieder bald vorbei. Volles Herberge, Robin fährt wieder nach Hause. Ja. Mit dem Kurt. Mit mir sogar, ja. Die fahren gemeinsam den Zug. Voll cool. Ja, wir gehen jetzt nochmal zum Mediamarkt, oder? Saturn, genau. Ne. Saturn haben wir nicht. Müller, ne? Müller, Müller. Saturn, leck mich vom Arsch. Expendibits. Expert meine ich. Ja, okay. Und dann gibt's noch eine kleine Überraschung vom Robin. Hoffentlich klappt's. Bis dann. Jetzt was Lustiges vor. Mal gucken, ob's klappt. Mit ihm. Ah, jetzt eine Frage, habt ihr so Topfungolatschen vielleicht? Topfungolatschen? Ja, sowas? Nur was hier ist. Keine Topfungolatschen. Sagt ihnen gar nichts, okay? Ich glaube, da habe ich da... sowas. Was haben wir da alles? Oh, da muss man gucken. Oh, ganz viele Pop-Art-Figuren. Oder wie heißen die Dinge? Pop. Guck mal, das ist Betrug, oder nicht? Oder? Ja, aber der da, weil das ist das andere Kostüm. Also, okay. Ich mag diese Figuren überhaupt nicht. Die Pop-Dinger? Ich wollte den Godzilla nur auf der Con kaufen, ne? Aber dieser schöne, den gab es nur einmal, aber gleich fast 50 Euro. Und ich zahle keine 50 Euro für so ein Ding da, ne? Das war es mir nicht wert. Wo werden die jetzt wohl hingehen? Also ich schätze mal zum Müller. Und wir gehen jetzt mal zum Müller rein. Robin ist in seinem Element. Ja. 5 für 20. Aber es ist leider. Hast du gerade geguckt? Ja. Und der Kurt guckt nach Mangas. Anime. Entschuldigung, Anime. Ja, liebe Filmfreunde, ich könnte es nicht glauben, der Robin hat nichts gefunden. Und er auch nicht. Unglaublich. Aber dafür ich, nämlich gar nichts aus der Galaxy, der Soundtrack für 7,99 die Deluxe Edition. Und ja, saugeil. Habe ich ewig gesucht. Jetzt habe ich sie. Oh ja. Und jetzt gehen wir wohin? Zum Thalia. Und was machen wir da? Nein? Zum Mediamarkt, oder? Ja, zum Thalia. Thalia gehen wir. Der ist doch gar gleich. Ja, und was machen wir beim Thalia? Ja, Thalia, stimmt. Was nachschauen? Was denn? Bücher. Bücher. Und Bücher, da bin ich ja gespannt. Ja, ja. Der Kurt in seinem Element. Aber hier gibt es ja gar nichts von Godzilla. Das ist ja was anderes. Ich weiß es mal anders. Das zum Beispiel, das wäre eigentlich so einer für dich. So. Für mich? Ein harter. Oh, ich hab 16 oder 18. Ja, weil alle drin sind in einem. Okay. Wo ist denn das? Muss ich mal für dich schauen, ob ich das finde. Da diese geile Regenschirmszene. Ich finde sie jetzt nicht. Das ist blöd. Da gegen Ende hin. Da gibt's ewig, das ist auch saublutig, das Teil, das ist Wahnsinn. Ist ja schwarz-weiß. Ja. Ich habe halt den Anime schon gesehen, da weiß ich es. Aber das ist halt auch geil, die Edition war kostenlos. 30. Schaut edel aus, oder? Mhm. Allerdings. Schaut so schön aus.
Und was kaufst du jetzt? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Ich will mir überlegen, ob ich mir vielleicht erstmal schon mal eine Box kaufe. Weil ich finde es so toll im Regal, dann, wenn es dann das Bilder gibt. Bilder gibt, ja. Das ist eigentlich ganz simpel, da geht es halt um Schüler, die Mangaka werden wollen, also Mangas zeichnen und so. Der eine bringt die Story und der andere zeichnet. Ja. Und das ist interessant zu lesen? Das ist sehr interessant, das ist halt so, es gibt halt, es ist auch wie bei Filmen, das ist praktisch nur keine Action und gar nichts so wie das Leben, so in der Art. Okay. Ja. Ich kann damit echt nichts anfangen. Ja, wird mal angesteckt dann damit, ne? Aber es ging halt mit Dragon Ball Set, ne, los und dann kurz. Ah ja, Prison School. Ja. Ist auch so nett. Warte mal, warum haben sie das erste nicht da? Weil da würdest du staunen, Stefan. Also. Okay. Oh Gott, ja. Liest du auch? Mal nein, nein, er schaut manche Videos, ne, von ja. welchen, wo ich immer schicke. Also. Schau mal, Robert, wie krank das ist oder so. Das sind wirklich manche Sachen, also. Okay. Naja, ich bin mal gespannt, was du jetzt hier gleich kaufen wirst. Wenn. Wenn? Wenn. Hör halt auf. Ja, der liebe Kurt hat auch nichts beim Talia gefunden, kein Manga. Ey, das ist unglaublich. Aber dafür hat er was anderes gefunden, nämlich hier Naruto. Naruto. Naruto Sushi and More. Der gleiche Name wie ein Anime-Manga, ja. Ja, ich weiß. Du weißt es sogar. Ja. Wahnsinn, Stefan. Aber ist schrecklich. Ja. Jetzt geht's zum Mediamarkt noch. Oh, jetzt. Bis dann. So, wo sind wir jetzt? Beim Mediamarkt. Wow. Juhu. Und mal gucken, ob ihr dort ihr zwei was findet. Aber ich glaube auch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht. Ja. Maybe. Maybe, baby. Also, let's go and fucking crazy. So, liebe Filmfreunde, wir sind aus dem Mediamarkt raus. Und schaut mal, ich habe wieder nichts gekauft. Robin, du? Auch nicht. Und... Lieber Kurt? Nein. Nein? Aber ich habe das in der rote Tüte bei dir gesehen. Ach, die war umsonst. Was ist da Schönes drin? Verpackung. Drei Stück. Drei Verpackungen? Drei Stahlbücher. Drei Stahlbücher. So, und jetzt haben wir noch was mit dem Robin vor. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Hier. Ja, hallo. Habt ihr einen Eitriger mit einem 16er Blech und einem Bugel und einem Krokodil? Nee, nicht unbedingt. Nicht, haben wir schon fast da. schwierig. Das war's. Warum hast du jetzt? Was hast du jetzt gemacht? Ja, es ist wienerisch. Eitriger ist Käsekreiner. Eitrig, also eitrig, weil das so wie Käse rausrinnt, also eitrig halt. Und Bugel ist das Brot. Ja. Und 16er Blech ist die Bier, also die Dose, weil das so 16er, also Metallblech, ne, Dose, Bierdose. Und Krokodil ist halt, weil die Gurke, weil es so die Haut wie ein Krokodil hat. Krokodil auf Wienerisch. Das ist so der Klassiker in Wien. Ne? Deswegen. Ja, es schmeckt bis jetzt sehr gut. Wir essen gerade. Ne? Mit Pommes rot-weiß, ne? Wie man so auf schon sagt. Auf jeden Fall. Und Bayreide, Bratwurst. Bratwurst, halt, ne? Bratwurst. Ja, genau. Du mal? Bratwurst. Nein, das sag ich nicht. Bratwurst. Nein. Bayreide, Bratwurst. Nein, das sag ich nicht. Was ist denn nur mit dem Kurt los? Der wird langsam müde anscheinend. Ich bin müde. Niemals. Ja, ich hab auch nicht auch rot-weiß. Und bekomme noch ein Schnitzel dazu. Sehr gut. Denn die Bereiter Bratwurst kenne ich ja schon zu gut. Haut eine. Super. Bippi Fan. Ja, liebe Filmfreunde, ist uns soweit. Wir müssen uns leider verabschieden von uns. Von lieben Robin. Vom Special Guest, dem Kurt. Ne? Cool, dass du mitgekommen bist. Echt cool. Er hat mich mitgeschleppt. Wir sind zu spät gefahren. Nein, Moment, du wolltest ja mit. Ja, das aber das war so ganz spontan. Das war spontan. Ja, da kann ich dagegen. Mach 10 Stunden reden. Das kann ich aber auch nicht. Ne? Ja, also gut, lieber Robin. Stefan, es war schön. Es war mir eine Ehre, eine Freude. Und ja. Ihr bist immer herzlich eingeladen bei der nächsten DVD Börse. Freut mich sehr. Der nächste Zug kommt, aber nicht die Folge. Gott sei Dank, braucht Spannung. Kurt.
Gott. Mein Haupt ist hier bei Radio und super, super Office. Und Henko, du hast bestimmt bereut, oder? Ja. Aber du wirst dich auch. Mit vielen Scherzchen. Vielen Scherzchen, ja. Bösen Scherzchen, vor allem mit mir. Nein. Ja, ihr seht schon, dann echt viel Spaß. Echt, das war echt cool mit euch. Und diese zwei Tage waren echt so kurz schon hier. Das hätte viel länger gehen können. Eine Stimme, das alles ist vorbei. Ja, und natürlich, jetzt gehen die gleich zum Zug. Und dann gibt es noch ein kleines Abschlusswort von mir. Tschüss. Ciao. 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 Da gehen sie hin. Und das sind sie auch schon. Da fahren sie hin. Ja, das war's nun von der Voris Herberge mit Robin und als Special Guest den Kurt von Godzilla Fan 1990. Es war auf jeden Fall sau cool und ja, ich hatte so viel Spaß mit den beiden. Wie ihr auch gesehen habt, echt cool, echt cool. Und jetzt laufe ich erstmal kurz zum Auto, dann muss ich mich mal kurz hinsetzen. Ich bin völlig im Arsch. Bis gleich. Ja, es ist nun vorbei für euch. Ihr habt endlich geschafft, die letzten paar Minuten dieses Video anzugucken. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß bei diesem Voris Herberge. Ich hatte es auf jeden Fall. Es war wirklich sau lustig mit den beiden und natürlich auch mit Robert alleine auch. Und ja, ganz sympathische Menschen, die beiden. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn sie kommen. Wie gesagt, ich habe schon zu ihm gesagt, bei der nächsten DVD-Börse ist er wieder herzlich eingeladen. Alle beiden, natürlich auch alle anderen YouTuber, die das jetzt hier auch sehen, die unten mit dabei waren. Ist völlig logisch, ihr seid alle eingeladen bei mir. Und ich hoffe, es klappt auch wieder am 2. Oktober. Wäre echt klasse. Denn es war einfach ein wunderschöner, wundervoller Tag. Echt cool. Und der wird mir vielleicht auch lange noch in Erinnerung bleiben. Und ja, nochmal herzlichen Dank auch lieber Robin. Für deine coolen Geschenke, für die Emma natürlich auch, die kleine Maltafel, für die Katharina die Pralinen und für mich natürlich auch den Film Indien. Den Film werden wir gleich mal angucken und bin gespannt, wie der Film ist. Ein österreichischer Film, sehr gespannt. Und ja, lieber Robin, ich hoffe, du hast auch viel Spaß bei mir gehabt und natürlich auch du, Kurt. Es war wirklich sehr schön und bin jetzt wieder auch extrem traurig, alles vorbei zu sein, weil die Zeit vergeht so schnell hier und ja, leider ist es vorbei. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Auf allen Videos an von mir noch die DVD-Börsen-Update, zumindest das DVD-Video, DVD-Börsen-Video so mit den ganz anderen YouTubern. Und auch natürlich noch weitere interessante Videos von mir, die noch kommen werden von der DVD-Börse. Da gibt es noch ein weiteres, was ich dann so ganz verraten möchte. Ja, das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Euer Voisen 80. Tschüss mit Ö und beep. Ha, Scherzlack macht. Natürlich geht's weiter. Meint ihr wohl mein P? Wata, wata, da. Wata, wata, da, da. Nein, das sind meine Schuhe. Ja, ich habe diesmal Sandalen an. Sandalen, ich? Aber Kissy Shirt. Scheiße. Nein, 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 nein. Das ist mich ja nicht, dass ich Pups oder so. Das hast du gestern schon oft genug getan. Stimmt, ja, richtig. Aber dreimal. Sogar mit Kamera läuft. Sogar mit Kamera laufen, ja. Das habe ich eh nicht gehört. Outtakes, Spezial, extra Bonus-Outtakes am Ende. Jetzt geht's los. Sie kommen rein.
Ja, wo bleibst denn jetzt? Wo bleibt denn jetzt? Soll er mehr klopfen? Warte. Hört mich jetzt nicht wahrscheinlich, ne? Was? Vom Ton passt es, glaube ich, ne? Müsste passen. Du musst schon aufnehmen, oder was? Aber Schokoladenseite von rechts. Ah, ist wurscht. Das hat euch schon eine Frau, ne? Hört mich schon auf? Nein, das war nicht drunter drauf. Outtakes, oh je. War nicht drauf. War nicht drauf? Nein. Oh, schade. Was? Aber jetzt ist drauf. Jetzt ist drauf. Jetzt ist drauf. Ja. Willst du mal was sagen? Der Stefan. Du hast aufgenommen. Klar. Alles. Ist das, was du jetzt machst? Ich hab mich klein gemacht. Fix und. Bin fick und fertig. Oh, jetzt ist. Ja, ich glaube, fick und fertig. Fick und fertig. Fick und fertig. Aber ist das das Alter? Ja. Genau. Ja, wir zwei. Ich hab ja dich gar nicht. Ja, liebe Filmfreunde, es ist nun soweit. Wir sind am Bayreuther Hauptbahnhof wieder angelangt. Jetzt heißt es, weil wir von uns verabschiedet. Hallo, liebe was ist das? Das hast du jetzt aufgenommen, oder? Nein, nicht. Toll. Eins anderen YouTubern, echt cool. Aber jetzt eben hier nochmal mit. Und dann kam ja Kulmer, das von mir auch noch dazu. Ah, scheiße.